Hoppa! Super Tiger Show! Mit super Gästen! Jede Woche neu! Jeder kann schon, auch ohne deutsche Pass, ja? Super Tiger Show! Herzlich willkommen zu Super Tiger Show! Guck mal, mit Mr. Big, Super Assistant, mit Chai-Mädchen Julie. Hallo Julie, oh, sehr schön heute. Und natürlich, war nicht alleine, 4-in-1 Band, Resu Barini. Super, Resu, danke schön, wirklich schöne Musik. Guck mal, kann ich schon mal ein bisschen Verratung machen? Wer kommt später als Gastmast in Super Tiger Show? Ja, sein Name ist Adrian Vogel. Er ist ein junger Mensch und er ist so Freestyle-Soccer-Mensch. Und er kann super Hurricane machen mit Ball, also so Tricks-Mix. Und er ist auch deutscher Vizemeister und er hat sogar auch Weltrekord. Und was für Weltrekord, kann man ihn gleich selber mal fragen. Ja, und ich freue mich, also das wird richtig gut heute. Super, ja. Super, ja. Guck mal, habe ich gelesen, so Zeitung, stand da so Solarium-Verbot unter 18, weißt du? Und habe ich überlegt, was meinen die damit, weißt du? Okay, vielleicht die meinen unter 18 Jahre. Und wenn die meinen wirklich Solarium-Verbot unter 18 Jahre, Abo, alle Solariums in Kreuzberg machen dicht mich, weil keiner geht mehr hin, ja? Ja. Oder die meinen nicht unter 18 Jahre, die meinen Solarium-Verbot nicht unter 18 Personen. Ja, dann, die machen nicht dich mich, Solariums in Kreuzberg, die machen Gewinn, weil wir gehen immer zu ganz großen Gruppe in Solarium. Guck mal, die Deutsche machen immer schöne Familienausflug, so Samstag, Sonntag. Wo gehen die immer hin, deutsche Familie? Die gehen so Zomo, weißt du? Und wo gehen türkische Familien hin? Wir gehen Solarium mit der ganzen Familie, weißt du? Und darum, wir sehen gut aus und haben ein bisschen Sonne gesehen. Weibe! Guck mal, Situation ist so, es ist zurzeit wirklich Krise überall und Leute sind panikmanig, die haben Geld und sagen, was ist sicherste Investierung? In was kann ich in sicherste Investierung machen? Welche Sache? Ja, ganz einfach, darum viele machen so Goldmold, weil Wert ist stabil. Und okay, wir in Kreuzberg, wir haben auch Gold, ja, aber wir haben andere Gold, wir haben Goldbarre Mäzene, weißt du? Du sagst, Goldbarre Mäzene kenne ich gar nicht. Was ist das, Goldbarre Mäzene? Goldbarre Mäzene ist Pitbull. Weißt du, und es gibt noch eine Vorteil bei dieser Goldbarre Mäzene, bei dieser Pitbull. Hast du schon mal probiert, Pitbull zu klauen? Geht nicht, wa? Warum nicht? Weil Pitbull macht so. Also, eigentlich kann man sagen, das ist Goldbarre mit eingebautem Diebstahlschutz, weißt du? Und darum ist Pitbull richtig viel wert in Kreuzberg. Und warum auch Pitbull mehr wert ist als iPhone, MyPhone, hier eine Film. Super Tiger Show. Tiger, hast du kurz Zeit für mich? One moment. Galatasaray, Bayern München, Kayserispor. Tamam. Okay, Mr. Big. Bitte schön zu Weltbüro Jam gehen, ja, zu AB und schön abgeben und wiederkommen. Tamam, danke schön. Bitte schön, ja. Tigabe, kann man iPhone gegen Pitbull tauschen? iPhone gegen Pitbull, ne? Ja, ist auch ohne Kratzer, ja. Woher hast du? Du hast doch nicht mehr Freunde und Geld hast du sowieso nicht. Sonderaktion. Ah, verstehe. Aktion Camion, so Lastwagen, Mastwagen, wa? Insolvenzware ist es. Insolvenzware. Okay, und jetzt willst du iPhone tauschen gegen Pitbull? Ja, Tigabe. Glaube ich nicht. Aber ich kann mal kurz Erklärung machen. Wenn dein iPhone, MyPhone, Handy, Mandy hat Kratzer, was passiert? Wert geht runter. Wert Verlust, sagt man. Aber wenn ein Pitbull hat Kratzer, hier eine, dann Wert geht hoch. Wert Steigerung. Warum? Weil Pitbull sieht dann noch gefährlicher aus, weißt du? Und darum 1-0 für Pitbull. Zweite Situation, Akkusituation. Was kannst du alles machen mit deinem Handy, Mandy, wenn Akku ist leer? Guck mal, du sagst nichts. Warum nichts? Weil du kannst nichts machen. Richtig, hast du recht, hast du gut gesagt. Aber was passiert, wenn Pitbull hat Akku leer, wenn er hat also Hunger? Der hat noch mehr Energie. Weißt du, da kannst du auf die Straße gehen und du kriegst nicht Respekt, weißt du? Also 2-0 für Pitbull. Und noch eine Situation. Du bist bei Arbeitsamt, jeder steht da, wann komme ich dran? Scheiße, warten, ich habe Hunger, ich brauche Geld von Arbeitsamt. Und dann kommst du rein, du hast einen schönen Pitbull, lange Schlange und dein Pitbull macht einmal. Und alle Leute machen und schön Weg ist frei, du kannst hingehen, zack, bist als Erster dran, kriegst du schöne Arbeit, schöne Geld. Darum, ich glaube, kann man nicht machen. Ein iPhone tauschen gegen Pitbull kann man nicht machen. Keine Chance. Guck mal, aber ich kann ein Angebot machen. Bringst du das zweite iPhone? Tamam.
Und zwei iPhone kann man machen gegen eine Pitbull, aber drei Beine. Vierte Bein kostet noch ein iPhone. Super Tiger Show. Guck mal, jetzt du weißt Bescheid, weißt du. Und kommen wir von einer Technology zu dieser anderen Technology. Guck mal, diese Google Muggel, die haben doch gemacht Erfindung, diese neue Street View, weißt du. Und da kannst du alle Straßen sehen, du kannst alle Leute sehen. Und du kannst sehen Vordereingang und du kannst sehen Hintereingang, weißt du. Und du kannst natürlich auch sehen, welche Fenster kann ich rein. Und was noch wichtiger ist, welche Fenster kann ich wieder raus. Du verstehst, was ich meine. Und diese Street View ist ein bisschen in Kreuzberg, ist noch nicht so Erlaubung, ist noch nicht erlaubt. Aber KGPA, hier konkret gute Preis, Ahmed, hat auch eigene Applikation gemacht. Das ist Kreuzberg Street View. Und was Kreuzberg Street View ist und warum dir kann Helfung machen und bei was für Dinge, hier eine Film. Super Tiger Show. Es hat vier schon wieder alle. Und du würdest jetzt gern Oranienstraße gehen, ein paar Mädchen angucken, aber du weißt nicht, ob es sich lohnt, schwarz fahren, drei Stationen, weil du willst nicht umsonst fahren. Oder auf deine Frisur ist zu lang, Teilschnitt ist zu lang und du musst jetzt wieder neue Frisur machen, aber du weißt nicht, ob du lange warten musst bei Frisurhakern. Das alles jetzt vorbei, ja? Weil mit dieser Tiger Street View, was du kannst machen auf deinem Handy, du musst nie wieder raus, ja? Ja, nicht mehr umsonst laufen. Nein, nein, hast du alles auf deinem Handy, ja? Willst du zum Beispiel wissen, wie viele Mädchen sind jetzt Oranienstraße? Dann musst du einfach wählen, Mädchen 1. Dann, du wirst hören, Stimme sagt dir, Mensch, guck mal, da ist eine schöne Mädchen, aber die leider, sie ist mit Mama da. Und da kommen vier Mädchen, aber die sind alle nicht so gut aus. Und auf andere Straße, da sind überhaupt keine Mädchen. Am besten ist, du kommst 2 Stunden später, weil dann ist Schule aus und dann kommen ganz viele Mädchen auf die Straße. Oder du musst vielleicht zu Hartz-IV-Amt, aber du willst nicht lange Schlange warten, dann wähle einfach Hartz-IV. Und dann Stimme sagt dir, oh Mann, noch 300 Leute vor dir, vor Schlange, Schlange ist so groß, geht aus Haus raus, um Haus rum, also lohnt sich heute nicht, komm lieber morgen, heute kannst du Zeit ein bisschen was anderes nutzen, andere Sachen machen, zu Laden gehen zum Beispiel, Wettbüro gehen, einfach Lack machen, weißt du? Also, wenn du wissen willst, wie viele Mädchen sind auf Straße, musst du einfach wählen, Mädchen 1. Und wenn du wissen willst, wie ist Schlange so bei Friseur, kein Problem, dann musst du wählen einfach Friseur 3. Musst du zu Hartz-IV-Amt, dann musst du wählen einfach Hartz-IV. Und wenn du gut aussehen willst und du bist zu Solarium, ganz einfach, Solarium 6. Super Tiger Show. Kommen wir jetzt zu Kategorie Super Tiger der Woche, ja? Und Super Türke der Woche ist Mr. Miyagi, ja, Mr. Miyagi, ja, super. Und guck mal, und Begründung für Mr. Miyagi, ja, ganz einfach, guck mal, du kannst sehr viel Disziplin lernen von ihm und er ist super Ausbilder. Und wenn du alles das machst, was er sagt, du wirst irgendwann Weltmeister. Also eigentlich wie ich, Mr. Big. Guck mal, ich bin deine Mr. Miyagi. Du bist meine Karate-Kid. Und immer schön das machen, was ich dir sage, Mr. Big. Du verstehst vielleicht nicht, aber ich meine wirklich nur so gut mit dir. Weil ich will auch, dass du wie Karate-Kid irgendwann Weltmeister machst, weißt du? Tamam. Okay, und darum jetzt hier eine Aufgabe für dich. Auto putzen. Tamam. Rechte Hand waschen, linke Hand polieren. Wie Mr. Miyagi. Tamam. Hade, los. Super Türkiye. Mr. Miyagi hatte gemacht diese Weltmeister und von einem Weltmeister kommen wir zu anderen Weltmeister. Er ist Vize-Deutscher Meister eigentlich und sein Name ist Adrian Vogel. Er ist Freestyle Soccer, so Harakat Artist. Wer ihn noch nicht kennt, hier eine Film. Super Tiger Show. Halbe Minute noch. Und hier ist mein Supergast, Freestyle Soccer Artist Adrian Vogel! Hi! Oh, oh. Hi, no. Hallo, hallo, ja? Hi. Komm, setz dich! Also, dann kann ich ein bisschen Cologne anbieten, ein bisschen kannst du. Ah, okay. Damit man Desinfektion, damit man auch gut riecht.
Tradition, türkisch. Also, dann kann ich mal gleich fragen. Guck mal, wer hat eigentlich schönere Spielerfrau? So Fußballer, richtige oder Freestyle-Soccer-Artist? So ja, wie du? Ich glaube Freestyle-Soccer. Wirklich? Ganz weit vorne. Nein, das kann man so schlecht sagen, glaube ich. Also, das ist unterschiedlich. Aber ich habe auch eine ganz hübsche und... Du hast hübsche Freundin? Ja. Ist sie hübscher als Sarah Brandner von Schweinsteiger? Oder... Jetzt musst du ja sagen. Ja, um zwei liegen, glaube ich. Ja? Super. Ja. Und hat die Schwester, ist Single? Nee, die hat keine Schwester. Kann man einladen, Chai-Mädchen machen vielleicht. Ich suche immer schöne Artisten. Vielleicht. Ich kann dir da bestimmt was organisieren. Ich habe auch gesehen, du hast auch eigene Ball mitgebracht schon. Ne? Genau, eigener Ball muss immer beim Freestyler dabei sein, egal wo eigentlich. Oh. Adrian Vogel, kann ich mal kurz die Vorstellung machen? Freestyle-Soccer-Artist, Chai-Mädchen, Julie. Dankeschön. Die bringt immer Chai. Ja, und kann man gleich fragen, ist das eine besondere Ball mal oder? Eigentlich ist das ein ganz normaler Fußball. Dankeschön, mal Moment. Ja. Nicht zu viel hinterher gucken, sonst gibt's Mecker zu Hause. Ja, erstmal zu Hause und dann von mir, also doppelt. Du hast recht. Richtig. Ja, das ist eigentlich ein ganz normaler Fußball, ein Trainingsball. Ist ein etwas günstigerer Ball, deswegen ist er auch ein bisschen weicher. Mr. Big, Hardeket, zurück. Aha, okay. Und ja, damit trainiere ich eigentlich immer zu Hause. Das heißt, egal wo eigentlich, ob zu Hause im Wohnzimmer oder früher bei der Schule, überall war der Ball dabei. Deswegen habe ich auch fleißig trainiert und habe den auch schon gut eingespielt. Und wie viele Stunden machst du Training so? Boah. 4 Stunden manchmal auch 5, aber 2 ist ein Muss am Tag. Also, muss? Ja, muss, weil alleine die Koordination mit dem Ball, das Ballgefühl, das muss immer wieder da bleiben und man muss fleißig sein, ganz einfach, wie bei jedem Job, wie bei dem Job, was du hier machst. Ne? Ja, aber das ist Talent. Talent? Und gut aussehen muss man auch. Wenn du Talent hast und gut aussiehst wie ich, dann bist du erfolgreich. Was ist denn, wenn du bist krank und du kannst 2 Tage, kannst nicht mit Ball trainieren? Wenn du bist krank, machst du trotzdem mit Hardeket Aktion mit Ball? Erstmal suche ich mir jemanden, der mich immer verpflegt. Und zweitens, es gibt ja Versicherung, oder? Und deine Freundin macht gute Verpflegung, ist sie gute Assistant? Ja, ich war vor, ich hatte die Schweinegrippe. Tschüss. Ja, tschüss. Das sagen meine Freunde ehrlich, auch. Ja? Ja. Ja, und ich hatte, ich sag mal so, 1 Monat lang war ich komplett raus und musste mich verpflegen lassen. Aber das war im Dezember ganz schön, weil da hängt man immer nur zu Hause ab und stimmt, Adrian. Kann weniger trainieren. Aber kannst du mir sagen, warum bist du Freestyle-Soccer geworden und nicht normaler Fußballer? Oh, das ist passiert? Das ist eine ganz lange Geschichte. Und zwar, wir haben Zeit, ja? Mein Papa war ein guter Fußballer. Wirklich? Ja, der hatte hier auch in Deutschland Angebote. Ach. Genau, wir haben früher in Polen gelebt, hatte sehr viele gute Angebote hier aus Deutschland, aus der polnischen ersten Liga auch. Musste sich auch später für Bundeswehr entscheiden, weil das Geld halt knapp war, fehlte. Aber war ein sehr guter, toller Fußballer, hat mir auch später viel, viel beigebracht an Technik. Ich habe dann Fußball angefangen zu spielen, in so einer kleinen Mannschaft. Und dann hat sich das so entwickelt, dass ich bis zur Oberliga gespielt habe, was auch nicht so schlecht Bravo. Ist, sag ich mal. Guck mal, auch Podolski, Klose, auch alles gute Polnisch, Lukas, auch alles gute viele, Fußballer. Viele Leute, die auch gut Fußball spielen oder Talent. Jetzt immer noch in den Vereinen sind und Profifußballer geworden sind. Und bei mir, zum Fußballspielen gehört natürlich ein bisschen Glück. Du musst ein bisschen Glück haben, die Leute, die dich fördern. Und richtig. Und ich habe immer weiter gespielt, war auch hier in Berlin, habe ganz kurz bei Hertha Amateure gespielt, habe dann keinen Vertrag bekommen. Und das hat sich alles so entwickelt, dass ich parallel dazu mein Freestyle gemacht habe, immer wieder trainiert habe, den ersten Wettbewerb gewonnen habe, dann den zweiten Wettbewerb. Und am Ende hat es sich so entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, keinen Vertrag bekommen, jetzt alles auf Freestyle legen, Hand ins Feuer und Gas geben, das, was ich machen möchte. Und du kannst ja mal sagen, du hast ja auch 2 schöne Titel hast du schon, ne? Du bist der Weltrekord, was war das? Genau, ich bin Guinness-Weltrekordhalter, vor 3 Wochen geworden, ist noch alles Bravo. Danke dir. Super, ja. Und, sagen wir auf Türkisch. Herzlichen Glückwunsch. danke. Bin Guinness-Weltrekordhalter geworden. Ich kann dir den Trick gerne vorführen. Gerne. Kann mal Aktion machen. Eine Hardeket, warte mal. Mach mal ein bisschen Aktion. Hier kommt eine Hardeket-Aktion. Das war welcher Trick?
Dieser Guinness-Buch-Trick, nein. Guinness-Buch-Trick, genau. Okay. Jetzt kommt Guinness-Buch-Trick Hurricane mit Adrian Vogel, ja? Wappa. Super. Genau, ich gehe immer wieder herum, zack. Und das habe ich innerhalb von einer Minute 61 Mal gepackt. 61 Mal? 61 Mal. Unglaublich. Ja, dazu gehört sehr viel Training. Du kannst es aber gerne mal ausprobieren. Ich nicht, ich habe ein bisschen Rücken, gestern Bodybuilding gemacht, aber Mr. Wick kann mal Assistent. Wir können mal probieren. Willst du mal mitmachen? Okay. Kann man vielleicht da vorne? Genau, komm, wir gehen mal nach vorne. Pass auf, erstmal bringe ich dir die Grundposition bei. Du stellst dich so neben mich. Jetzt an die Hüfte fassen und gehst schön nach vorne in eine L-Position. Genau, jetzt ist ganz wichtig, erster Punkt, Kopf nach oben. Genau, zweiter Punkt, die Ellenbogen müssen nach oben. So die Ellenbogen nach oben, genau. Und jetzt immer schön weit nach vorne gucken. Das ist die Grundposition, um den Ball im Nacken zu halten. Das ist doch schon mal was, oder? Super, nicht schlecht. Du bist auch ein guter Mr. Miyagi, ein guter Erklärungsmeister bist du. So ungefähr, genau. Und jetzt, ganz den Trick wirst du wahrscheinlich nicht schaffen, dafür musst du 2-3 Jahre trainieren, aber so lange warten wir jetzt einfach mal. Nein, das war natürlich nur Spaß. Ach. So, jetzt lässt du die linke Schulter fallen, sodass der Ball hier runterfällt und du kannst weiter tippeln. Genau, zack, und du kannst weitermachen, genau. Und dann macht man eigentlich weiter. Und so sieht das am Ende dann aus. Zack, man lässt ihn runterfallen. Man fängt ihn wieder. Bravo. Und man kann weiter dribbeln. Bravo. Das hat er doch gut gemacht, oder? Bravo, Mister. Bravo. Echt wieder arbeiten. Super. Und vielleicht, wenn du schon mal da bist, kannst du vielleicht noch eine Hurricane zeigen, vielleicht? Was ist so, was kann man noch machen? Vielleicht eine. Gerne, ich kann dir meine ganze Auswahl an Tricks eigentlich zeigen. Eine ganz kleine Show kann ich dir zeigen. Mal gucken, ob ich dich in Staunen versetzen kann. Super, ja, okay. Dann machen wir Staunen-Show, heißt was? Er motiviert mich hier. Ah, guter Motivator. Wirklich, ja? Ja. Bravo, ja. Bist du Rocky-Fan, ja? Ich bin guck mal, auch noch Rocky-Fan. Mann, super, ja. Eigentlich, guck mal, Adrian, eigentlich, du musst heißen Junaid. Du bist so korrekter Typ. Danke, du heißt wie Junaid. Hurricane! Oh, Küsschen. Super, ja, unglaublich. Unglaublich. Adrian, das ist super, ja. Oh, kann ich nochmal sehen? Weil, gibt's doch nicht. Bravo! Jetzt kommt ja noch das Highlight. Zweimal. Komm doch mal. Zweimal. Kann ich alles klappen. Aber super, Adrian. Wirklich. Diesen Trick macht Ronaldo auch. Ronaldo? Okay, den wiederholen wir, oder? Okay. Danke, Resultat. Jawohl. Zack. Ach so. Super. Jetzt ein Special Trick für dich. Ganz nur für dich. Pass auf. Weile. Dankeschön, Adrian. Hey. Dankeschön. Bravo. Applaus. Hier, Adrian Vogel, ein super Artist, wirklich super Unterhaltung, bravo. Dankeschön. Ja, Maya. Oh, ich kann stundenlang kann ich zugucken, aber ich muss irgendwie auch Show weitermachen. Aber kann man mal so gleich fragen, ich habe ja viele Trick nicht gesehen. Guckst du ab Trick von Profifußballer oder wie funktioniert das? Ja, also ich mache das ja auch jetzt schon seit 3 Jahren professionell. Das heißt, wir werden teilweise auch dafür bezahlt, um selber Tricks zu erfinden. Jetzt bin ich ein bisschen aus der Puste. Ja, lass die Zeit kommen, vielleicht noch eine Chai trinken. Gerne. Ja, Hade. Hade. Hm. Aber komm mal ruhig, kein Problem. Ich kann noch mal ein bisschen kommen, Mr. B, komm mal her. Das war wirklich super. Und vielleicht kann man nachher noch mal auf Handy aufnehmen und kann man schön DVD verkaufen hier. Tamam. Bruder, kannst du schon mal die Digitalkamera suchen. Tamam. Dankeschön. Weil muss man aufnehmen? Natürlich, klar. Aber ich habe auch direkt ein Präsent für dich. Ha. Und zwar haben wir eine eigene DVD produziert, wo du die Tricks alle
lernen kannst, nachmachen kannst. Ja, wirklich? Und ja, also ein Präsent von mir. Dankeschön, ja, dankeschön. Gar kein Problem. Wirklich, Mann, wirklich, du wirst mir immer sympathischer, unglaublich, ja. Alle Tricks sind drauf mit, wie kann ich machen, wie kann ich lernen. Genau. Super, dankeschön, wirklich, also. Kein Problem, gerne. Ich kann dir auch gleich nachher schöne DVD schenken. Kampf von Titan ist noch nicht draußen, aber Sicherheitskopie habe ich schon, kannst du haben. Ach, super. Da machen wir 1-gegen-1-Tausch. Super, freue ich mich sehr, ja. Gerne, gerne. Also da kann man sagen, also wie war denn mit den Tricks? Also guckst du ab vom Profi oder nicht Profi? Eher weniger. Also früher, wo ich klein war, habe ich noch viel von Profis abgeschaut. Die haben immer so kleine Spirenzchen gemacht. Aber Fußball ist schon eine eigene Disziplin und Freestyle, wenn man so ganz weit im Freestyle drin ist und diese ganz schwierigen Tricks macht, dann muss man sagen, sind das schon verschiedene Disziplinen. Hm. Freestyler können mehr am Ball als Fußballprofis. Fußballprofis können aber mehr auf dem Feld. Ah. So kann man das vergleichen. Und gibt es zum Beispiel bei Freestyle, gibt es da zum Beispiel, wenn du machst Beatbox oder du machst so Breakdance, da gibt es mal so Battle-Mitte, gibt es bei Freestyle auch Meisterschaft? Genau, es gibt so alles inoffiziell zurzeit, aber die Szene ist so riesig, das kommt jetzt im Moment. Und da gibt es so Meisterschaften, wer den cooleren Trick macht, da natürlich kommst du auf Tagesform an und so, aber da ist es genauso. Genau so eine Battle-Form in der Art. Und du, weil du da so gut machst und so bist so super Artist, du hast auch so Werbung hast du gemacht. Genau, ich bin Choreograf für die Nutella-Werbespot zum Beispiel gewesen. Ach, genau, das war 2006, 2007, da habe ich Yogi Löw zum Beispiel oder Köpke habe ich da dort getroffen im Stadion. Und ja, dann sollte ich denen erstmal alle Möglichkeiten zeigen, die man lernen kann. Natürlich konnten die auch nicht so viel und haben gesagt, was ist eine leichte Möglichkeit, die cool und lässig aussieht. Da habe ich denen erstmal was vorgemacht und erstmal eine Stunde mit denen trainiert. Und wem hast du alles was gesagt? Yogi Löw und Köpke auch, ja? Und wer noch? Genau, das waren die zwei. Und dann haben wir in einem anderen Spot mitgemacht. Da war noch Kevin Kurani war da zum Beispiel früher noch und noch einige andere Nationalspieler. Und kann er gute Tricks, Kevin, oder kann er nur geradeaus laufen und schießen? Er kann geradeaus laufen und schießen. Okay. Das muss ja reichen. Darum Bayern München wollte nicht haben. Richtig, ja. Aber er schießt zurzeit gute Tore, weil diese Magath ist da. Genau, Magath ist natürlich ein super Trainer. Bist du auch eigentlich, guckst du auch normale Fußball oder interessiert dich normale Fußball nicht mehr? Doch, natürlich. Mein Herz ist eigentlich alles, was mit diesem runden Ei zu tun hat, bin ich super begeistert. Was sagst du, wer wird der Meister diese Saison? Diese Saison glaube ich, dass Bayern Meister wird. Bravo. Hat er recht? Warte, machen wir in unserer Szene machen wir einen anderen. Wie macht ihr? Anderen Klatsche, da machen wir mal Power. 1, 2, Jab. Auch nochmal. Yeah, wenn was richtig fett geklappt hat. Super. Und da gehen wir immer voll steil. Wir machen das immer so, wenn wir schöne Nummer bekommen haben von schönen Mädchen, machen wir auch so Power. Power. Richtig. Und sag mal, deine Freundin, wenn du so viel, ist sie eifersüchtig auf Ball mal? Zum Beispiel viele Freundinnen in Kreuzberg sagen, Mann, du bist mit deinen Gewichten verheiratet. Jeden Tag, du denkst an deine Gewichte, du willst nur Gewichte machen. Trainier doch mal mit mir, ich bin doch auch dein Gewicht. Und dann sagen wir, nein, aber die sind immer da, die quatschen nicht. Immer wenn ich sie brauche, gehe ich hin und die machen mich schön, machen mir gute Laune, aber du nervst mich manchmal quasi. Bei dir auch so? Ist sie eifersüchtig auf deine Ball mal? Ja, ab und zu schon, aber sie unterstützt mich natürlich auch. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, in den Raum trainieren, dann sage ich, ach komm mit, unterstütz mich mal ein bisschen. Ja. Und die macht das gerne natürlich. Wirklich, ja? So muss man auch haben. Mama, kann man auch schön grüßen. Wie heißt deine Frau? Monika. Monika, schöne Grüße. Wirklich tolle Frau. Man kann stolz sein. Natürlich. Ist eigentlich, Monika kann man sagen, ist wie Adrian bei Rocky, hat auch immer Unterstützung gemacht. Genau so sieht's aus. Bravo, wirklich Monika, bravo. Ja, Maya. Du hast gemacht, Wetten, das in China. Kannst du was dazu sagen? Oh, das ist eine ganz große Sache. Ich war vor 2,5 Jahren, wurde ich nach Peking eingeladen. Bei CCTV aufzutreten und weil ich eine Wette vorher eingereicht habe. Und zwar war meine Wette, 16 Trikots jeweils an- und auszuziehen innerhalb von 120 Sekunden, beziehungsweise 2 Minuten. Verrückte Idee, ja? Coole Idee auf jeden Fall. Und ich wusste selber nicht, ob ich es packe. Und dort sind wir dann hingereist. War natürlich eine Faszination, China mal zu sehen, die ganze Kultur und so, sind ganz voll die Freaks auf jeden Fall. Und ja, bin am Ende Wettkönig geworden vor 58 Millionen Zuschauern. Das ist schon bravo, was bravo. Ganz Großes. Ah, also, hab ich gelernt, ne? Siehst du? Jawohl. Ja, und, 58 Millionen haben geguckt. 50 Millionen haben da zugeschaut und das war ein großes. Und was gerade Geld, gab's Preisgeld mit? Leider in China nicht. Was? Wir haben Gewürze bekommen von... Gewürz? Gewürze von Tausenden von Euro.
von Euros, aber das Problem war, wir konnten die nicht rüberkriegen, weil gilt ja als keine Ahnung was. Geht gar nicht. Sag Zoll, sag Dankeschön. Danke. Lebensmittel, warte, danke sehr. Gewürz, Lebensmittel kann man sagen. Ja, genau. Und ja, das war das Problem. Ansonsten hätte ich viele schöne Gewürze zu Hause. Sag Wallah. Sag Wallah. Du machst auch so eine schöne, nebenbei noch eine schöne Arbeit. Du machst so Beschäftigung mit so Jugendlichen, so schwer erziehbar Jugendliche. Genau. Wow, wie bist du darauf gekommen? Ja, eigentlich bin ich nicht darauf gekommen, sondern mir wurde das immer gezeigt, dass man bei Jugendlichen, die Hilfe brauchen, einfach mal ein bisschen liebevoll sein muss, sag ich mal so, und den einfach den Weg von der Straße zu irgendwas hin hilft. Und da habe ich gesagt, Freestyle ist genau das Passende. Kann ich mir Vorstellung machen. Genau, und überall, wo ich eigentlich bin auf der Straße, es gibt ja viele, die ja, Dicken ziehen und so. Und da kriegt man genau die Leute dazu, weil Fußball ist auch irgendwo ein bisschen Respekt. Respekt, das hat was mit Respekt zu tun. Und da fasst man einfach die Leute. Und üben, Disziplin. Genau, so einen Trick kannst du nicht lernen, einfach so. Du musst dich damit Beschäftigung machen. Richtig, ganz viel Ehrgeiz. Und das versuche ich jetzt durch die Trickcamps, die wir auch anbieten, Deutschland und international, das einfach an die Leute zu bringen und dass die fleißig werden einfach und Bock darauf haben. Und, also ich kann nicht stundenlang, mundenlang kann ich das zuhören, aber leider, ich hole es gleich zu Ende, aber vielleicht kann man letzte Frage machen, was ist deine aktuelle Projekt oder was ist nächste Zeit, was ist da für Projekt, wo kann man dich sehen? Also jetzt dieses Jahr ist ja die WM 2010, dort werden wir viele Auftritte national, aber auch international haben. Im Moment arbeite ich an einer sehr coolen Choreografie, passend auf Musik geschnitten und versuche die natürlich im Internet oder beziehungsweise an die Kunden zu bringen, weil das wird eine Sensationsshow. Die wird richtig heiß. Und Adrian, guck mal, ich mache selber Super WM Studio, werde ich machen. Berichtung über Tiger, Berichtung über WM. Und wenn du willst, lade ich dich ein ins Studio. Du kannst mein Assistent sein. Du machst ein paar Harry-Cats und so. Können wir vielleicht gerne überlegen. Kann man was Trick-Mix machen? Da bestimmt irgendwas hin. Aber erst, da musst du noch einen Trick lernen bis dahin, ne? Ich mach schon. Sonst, ich kann auch ein paar Tricks. Aber machen wir, wenn Kamera aus ist. Ich will nicht, dass die Tiger Copy-Trick machen, weißt du? Richtig. Adrian, leider, Super Tiger Show ist vorbei. Du warst wirklich eine super Gast. Aber, aber bevor du gehst, du kriegst noch eine Tiger Geschenk. Kein Gast geht ohne Geschenk. Lass dich küssen. Und hier kommt der Julie mit deinem Geschenk, ja? Oh, danke schön. Bitte schön. Sehr gut, danke schön. Und Adrian, hört immer noch nicht auf, weil bei Türken erstmal muss man tanzen. Und hier kommt Bauchtänzer und Jada, ja? Komm, ich komm. Okay, Adrian. Ja. Bevor du gehst, wir müssen noch mal Tauberkiss machen, ja? Jeder einen Schuss, ja? Okay. Okay, guck mal, das war. Okay, guck mal, das war Super Tiger Show mit Bauchtänzerin Jada, Chaimichi Julie, Adrian Vogel, Mr. Big und Resto Barini. Und ich werde jetzt mit Adrian Vogel, jeder macht einen Schuss, Tauern machen. Okay, du fängst an. Oh! Nein! Okay, du. Okay, Adrian Vogel. Oh, guck mal. Nächste Woche neue Super Tiger Show. Mit neuen Gast, mit Super Polizei Gast. Zwei Gäste sind Polizei. Und natürlich mit Jada, Resto Barini, Mr. Big und Kai Michin Julia.